Hallöchen, liebe Jäger und Jägerinnen, liebe Monster Hunter Fans und liebe Schlingel. Willkommen zu Monster Hunter World. Das wird jetzt sehr, sehr spannend. Willkommen zum heutigen Stream. Willkommen, 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 willkommen. Schön, dass ihr wieder da seid, einen Abend später. Es tut mir leid, ich bin ein wenig später, als ich es eigentlich geplant hatte. Denn ein guter Kumpel von mir hatte Geburtstag oder hat Geburtstag und hab mich zum Essen eingeladen und da durfte ich natürlich nicht fehlen. Es ist einer meiner nächsten Freunde und das darf ich auf keinen Fall verpassen. Deswegen war ich bis jetzt weg und vor 20 Minuten oder 15 Minuten habe ich gesagt, yo Digga, ich muss jetzt gehen, die Schlingel warten auf einen Stream. Und diesen Stream ziehen wir jetzt zusammen durch, meine Freunde. So, ich muss nur kurz mein Setup machen. Dann gehen wir auch schon in die Charaktererstellung. Zack. Und hier haben wir den Chat, damit ich euch sehen kann. Alle wunderschönen Menschen. Alright. Wow. Monster Hunter. Monster Hunter ist ein Spiel, was mich in meiner Gaming-Karriere sehr geprägt hat. Monster Hunter ist auch das Spiel, wo der Name Sephiron herkommt, wie viele von euch bestimmt schon wissen, und mit dem ich einen Großteil meiner Jugend verbracht habe, zusammen mit einem sehr, sehr nahen Freund ebenfalls Monster Hunter gezockt. Es gibt zwei Spiele, wo ich mir jemals was drauf eingebildet habe, gut zu sein. Und das ist Monster Hunter und Terra. In diese beiden Spiele habe ich hunderte von Spielstunden gesteckt. Und jetzt tatsächlich das erste Mal nach Jahren wieder Monster Hunter zu spielen. Und das nicht auf dem 3DS, sondern auf einer Home-Konsole. Wird enorm interessant werden, Freunde. Alright. Wir haben hier verschiedene, verschiedene Beispielcharaktere, die wir nehmen können. Ich würde sagen, ich gehe einfach mal mit diesem Charakter hier. Na, bestätigen. Okay. Hintergrund ändern. Oh, oh krass, Alter. Die ganzen Schatten und so, ne? Die sind auf jeden Fall on fleek. Okay, ja, und jetzt? Ich kann die Hintergründe ändern, ich kann... Ach so, ich muss noch bestätigen. Okay. Okay, ich muss doch den zweiten Bildschirm anmachen, da ich mich selbst hier sehe und deswegen gerade die Buchstaben nicht finde. Ja, diesen Namen möchte ich verwenden. Ich bin sehr gespannt, Freunde. Ich bin sehr, sehr gespannt. Oh, wir können noch... guckt euch mal den Kater hier an. Übrigens, Grüße gehen raus an Flo, an Phil Gaming, an Shadow Soul, der gestern auch schon dabei war, genauso wie Aristeria. Dann haben wir Musti dabei, wir haben Justo Dragon dabei, wir haben Snowy am Start, Shihiro, wow, die ebenfalls seit ein paar Tagen
treue Zuschauerin ist, was mich sehr freut, ist auch da. Dann haben wir Kanaf, wir haben Renation, wir haben Wendy, Waifu, Visen ist am Start, Chris ist da, Arcani-Fan und noch ein paar andere. So. Oh, wie süß! Jo, es gibt ein paar coole Nekos, ne? Der sieht ein bisschen zu böse aus, so. Der ist cute, aber der kann nichts sehen, so. Ah, nehmen wir den hier, ne? Gib einen Namen ein. Wow. Muli ist da! Hey! Draco Master ist da! Grüße gehen auch raus an die ganzen YouTube-Ganoven. Vielleicht, ich weiß es noch nicht. Vielleicht auch nicht. Vielleicht lade ich aber auch den Stream im Nachhinein auf YouTube für die Leute, die sich für Monster Hunter interessieren, auf YouTube oder so. Mal gucken. So, wie nennen wir dieses Kätzchen? Wir nennen ihn Litten. Ja. Möchtest du das Spiel mit diesen Charakteren beginnen? Ja. Ich glaube, man kann seinen Charakter noch nicht wirklich, ich würde mal sagen, gestalten, weil es halt mehr oder weniger nur die Demo ist vom Spiel. Na, das würde auf jeden Fall Sinn machen. Aber normalerweise kann man im Monster Hunter immer massiv krass, ne, die Boys und Girls gestalten. Also, wir haben mehrere Aufgaben. Einmal für Anfänger, einmal für Fortgeschrittene und einmal für Experten. Spüre das unbekannte Monster auf und erjage es. Erjage einen Baroth, erjage einen Yagras. Okay. Ja, die beiden sind easy, beziehungsweise das ist wahrscheinlich das Einfachste, ne, weil Anfänger, das Monster kenne ich nicht, aber es ist mega easy. Den Baroth habe ich schon 2 Milliarden Mal gelegt. Sollte auch hier kein Ding sein. Ich glaube, das Ding hier könnte eine Herausforderung darstellen. Schauen wir mal. Ja, erkunden wir mal, was das Spiel so für Inhalte bietet. Vor allem, ob man es Multiplayer spielen kann oder nicht. Beziehungsweise, das kann man ja, das habe ich ja schon gesehen. Aber inwiefern? So, wir nehmen doch einfach mal, was nehmen wir denn? Oh, ich habe schon lange kein Langschwert mehr gespielt. Schon lange kein Katana mehr gehabt. Die waren immer sehr, sehr OP, sehr, sehr stark. Wobei auch die Großschwerter, die ich jahrelang verwendet habe, Glefen, natürlich auch, genauso wie Bogen. Gewehrlanze war tatsächlich in Monster Hunter, boah, Freedom Unite, bla 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 oder so, nee, keine Ahnung. Im letzten Part auf dem 3DS war Gewehrlanze meine Main Weapon. Tatsächlich. Wisst ihr was? Der guten alten Zeiten willen nehmen wir mal eine Katana. Das war so ziemlich die erste Waffe, die ich gemeistert habe damals. Was haben wir denn? Oh, okay. Verteidigungsboost. Angriffsboost. Unverwundbarkeit, Schleuderkapazität, Wasserwiderstand, Feuerwehrstand. Wir nehmen einfach mal den Angriffsboost. Verteidigungsboost brauchen wir nicht. So anständig soll ich jetzt doch noch spielen können, dass wir da nicht gleich verrecken. Wir haben eine Ghillie-Mantel. The Fug. Oh, okay. Mach dich kurzzeitig unsichtbar, wenn du angreifst oder Schaden erleidest. Endet. Ah, wenn du angreifst, okay. Springst du länger und kannst auf Winden reiten, erleichtert zudem den Aufstieg auf Monster. Lenkt die Aufmerksamkeit durch Monster auf dich, wo du leichter anlocken kannst.
eliminiert Schadensreaktionen, verhindert Windeffekte und schützt dein Gehör. Holy shit, okay. Reduziert Wasserelementschaden. Platziert eine Räucherforung. Damn, okay, wir nehmen zuerst mal ganz den normalen Gesundheit-Booster, okay. Das ist neu, das kenne ich alles nicht. Dann haben wir aber noch Jäger-Stuff, ne? Generell, Alter, man kann ja mega viele Ausrüstungen wählen. Ne? Angriffsboost plus. Ja, Digga, wenn wir schon, ne? Wenn wir schon das Rathalos Großschwert nehmen, das Langschwert, dann müssen wir auch die Rathalos Rüstung mit einpacken, oder? Würde ich sagen. Ja, auch richtig hart auf Angriff getrimmt, ne? Was kann denn die Rüstung hier? Jägerzeug. Ja, ist halt einfach mehr Eis und, ja. Ist halt ein bisschen mehr generell Def, ne? Aber okay, ich würde sagen, das passt. Bei dem Boy müssen wir nicht ganz so viel machen, denke ich mal. Schwert reicht völlig aus, das ist okay. Aber hey, damit wir ihn passend kleiden, weil wir ja auch Rathalos-Stuff anhaben, machen wir mal den hier. Was ist das denn? Vitalitätswespenbombe. Ein Werkzeug, das Honig im Video abspielt. Man kann ein Video abspielen und gucken. Oh, okay. Cool. Ah, okay. Was ist Blitzfliegenkäfig? Ist so ein Teil. Okay. Und das da? Schildspitze, oder wie? Hä? Der guckt ja nur zu. Oh, jetzt. Ah, er kann das Monster quasi... Okay, ich verstehe. Und ich nehme mal an, das ist auch gleich das Monster, was wir bekämpfen müssen. Ich gehe stark davon aus, dass das Monster eine Feuerschwäche hat, weil die meisten Wasserviecher wie der Lutroth und so haben eine massive Feuerschwäche. Von daher fühle ich mich mit unserer Ausrüstung ganz gut und würde sagen, wir brechen auf, oder? Die allererste Quest in Monster Hunter. Monster Hunter World. Das ist keine Rathalos-Rüstung. Natürlich ist das eine Rathalos-Rüstung. Ich bitte dich. Augenzeugen haben uns berichtet, dass unser Ziel, der Großjagras, in dieser Gegend herumstreift. Yo. Das erste Monster Hunter-Spiel mit... mit einer Sprachausgabe. Wie krass ist das denn? Also, legen wir sofort los. Öffne deine Karte. Oh, okay. Ja. Das hier ist unsere gegenwärtige Position. Das Spiel ist awesome, Freunde. Nach einem Schmaus watschelt der Großjagras zu seinem Nest zurück, den großen Bauch auf dem Boden schleifend. Versucht, zu diesem Gebiet zu gehen und nach Hinweisen zu suchen, die er zurückgelassen hat. Okay. Hast du ihn aufgespürt? Mach dich ran und verpass ihm eine erstklassige Abreibung. Oh, und noch etwas. Deine Zeit wird gemessen. Oh, shit, okay. Ja, Litten, komm mal mit. Nein, ich will ihn definitiv nicht zurücklassen. Okay, also ich werde jetzt nicht speedrunnen, zumal ich das Spiel gerade zum ersten Mal spiele. Ich spiele das Ganze auf der PS4, wie ihr wahrscheinlich erraten könnt, denn heute kann man mit PS Plus Mitgliedschaft tatsächlich für 2 oder 3 Tage das Spiel testen, nämlich die Beta-Version. Und das werden wir uns heute ganz genau ansehen. Kantine. Oh, ist so eine Mahlzeit. Yo, die Kantine ist hier? Fleischgericht. Oh, dieses Spiel wird fucking awesome, Freunde.
Dieses Spiel werde ich zusammen mit Krabu richtig suchten, Freunde. Holy damn, es sieht super gut aus. Ja, grafisch sieht es mega gut aus. Das Ding ist, Monster Hunter war schon immer ein Spiel, was Wert auf Gameplay gelegt hat und nicht unbedingt auf Grafik. Die allerersten Monster Hunter Spiele sahen absolut scheußlich aus. Und haben trotzdem sehr, sehr viel Spaß gemacht. Das Langschwert ist eine schneidende Nahkampfwaffe. Mit gesammeltem Mut und etwas Elan wird sie noch besser. Bruder, alles cool. Und jetzt auf der PS4 tatsächlich, und ich will gar nicht wissen, wie es auf dem PC erst aussieht, sieht das Ganze ziemlich, ziemlich gut aus. Sie haben in diesem Monster Hunter so viele Monster eingebaut und nicht nur das, sie haben auch, wie gesagt, eine deutsche Sprachausgabe, was es zum ersten Mal gibt in einem Monster Hunter. Das gab es früher noch nie. Es gibt viele neue Features und zum Beispiel kann man während der Quest deine Waffen und Ausrüstung wechseln. Stelle sicher, dass du immer für alles gewappnet bist. Ja. Während der Quest kann man jetzt essen, man kann die Ausrüstung wechseln, wie die Gude uns gerade erzählt hat. Man kann schlafen und so weiter. Und man kann auch mehr oder weniger von Ort zu Ort springen. Wie das genau funktioniert, weiß ich noch nicht, das müssen wir dann noch sehen. Aber da gucken wir mal. So, Objekte, Vorratstruhe, Munition können wir nicht gebrauchen. Ah, es ist fucking awesome, Alter. So. Alright. Also, jetzt haben wir haben hier eine Karte. Die Gebietskarte zeigt deine Position an und wohin dich die Spähkäfer führen. Du kannst zudem Monster im Blick behalten. By the way, Freunde, in früheren Monster Hunter Titeln hatte man auch Karten. Die waren plus minus detailliert. Diese hier ist sehr detailliert, offenbar. Denn man kann sehen, wo man, keine Ahnung, Pilze und so ein Kram farmen kann, ne? Hier ist so ein Hotspot hier oben, falls ihr Sachen farmen müsst und so weiter. Was ja auch ein Bestandteil von Monster Hunter ist. Aber noch viel wichtiger, früher gab's einzelne Map-Abschnitte. Und zwischen diesen Map-Abschnitten waren immer Ladebildschirme. Diese gibt es mit Monster Hunter World nicht mehr. Das bedeutet, ihr könnt die ganze Welt erkunden und die Map steht euch offen. Das Problem ist nur, früher, wenn ein Monster einen gejagt hat, ist man einfach kurz aus der Map raus, hat sich geheilt und ist wieder in die Map rein. Jetzt funktioniert es nicht mehr, denn das Monster rennt dir danach und würde dich aufspüren und umbringen. Aber natürlich wurde der Jäger auch ein bisschen gestärkt. Er hat viele Features, wo er sich verstecken kann im Gebüsch und so ein Kram, ne? Man kann wieder rollen, man kann rumschleichen oder sich leise bewegen und so. Man kann... Ah, oh, das ist richtig gut gemacht. Früher, wenn man einen Trank verwendet hat und die KP voll waren, dann hast du einen Trank verschwendet. Heute, wenn die KP voll sind, dann nimmst du den Trank nicht, weil es keinen Sinn machen würde. Das ist sehr cool. Okay, das ist der Elan-Balken. Die Spähkäfer reagieren auf die Fährte des Monsters. Schau es dir mal näher an. Okay. Waffe ziehen, hocken. Ah, okay, da, wenn ich... Warte mal, was passiert mit rechts oben? Nix. Wie kommst du voran? Finde die Fährte des Monsters und lass dir dann von den Spähkäfern den Weg weisen. Okay, also rechts oben passiert nichts. Links oben... Oh, kann man seine Favoriten wählen. Was passiert denn, wenn ich... Wenn du den Gimli-Mantel trägst, verschwindest du aus der Sicht von Monstern. Okay. Und wenn ich dann angreife, ist der wieder weg. Oh, aber der ist jetzt weg. Die Effekte vom Mantel wirken nicht mehr. Okay.
wir haben einen Gesundheitsbooster, wir haben Maxi-Trank. Also so können wir enorm schnell... Oh, man hat unendlich Wettsteine? Ja gut, das ist wahrscheinlich einfach für die Demo. Na. Okay, ich verstehe. So kann man einfach quasi... Man hat eine Schnellwahl. Und anders wär's, wenn man einfach nach links und rechts drückt. Dann hat man hier Schockfallen und so ein Kram. Fassbombe. Ja. Ah, mit rechts oben rennt man einfach, ne? Mit rechts oben sprintet man. Yep. Okay, ich verstehe. Und so kann man die Kamera justieren. Okay. Genau, was ist das hier? Okay, wir haben zuerst mal Fußspuren, die wir uns angucken müssen. Die Spähkäfer folgen dem Geruch des Monsters. Halte Ausschau nach weiteren Fährten und Spuren. Du musst die Schleuder mit Munition laden. Siehst du etwas Nützliches herumliegen? Ah, okay. Okay, man kann also so eine Schleuder benutzen. Genau, um irgendwie, ne, irgendwo hochzuklettern und so ein Kram. Ja, ja, okay. Cool. Alright, jetzt folgen wir aber mal den Fußspuren, weil wir wollten ja das Monster noch erwischen heute, ne, bevor es dann wegen Altersschwäche zusammenklappt oder so. Auf jeden Fall haben wir jetzt neuerdings... Fußspuren. Die Spähkäfer sind auf der Spur des Monsters. Folge ihrem grünen Licht. Schleifspuren. Aha. Okay, anhand dieser Käfer können wir jetzt quasi das Monster finden. Allerdings orientieren wir uns... Wenn du zu deinem Ziel folgst, findest du es in Windeseile. Okay. Da bin ich mal gespannt. Okay, ich guck mal ganz kurz, was es für Kombos gibt. Weil, ich nehme an... Ja. Ey, sehr schön. Ja, sehr schön, Alter. Ah, okay. Warte, so. Ja, okay. Ich muss mich noch etwas umgewöhnen. Beste Kombo für Langschwert. Je nachdem, wie weit euer Elanbalken aufgefüllt ist. Jetzt offenbar weitere Fußspuren. Ich versuche ab und an in den... Ich glaube, ich muss den Chat auf diesen Bildschirm nehmen, weil... Dieser Bildschirm ist mir etwas zu weit weg. So. Oh, übrigens, es tut mir leid, ich habe die Alerts ausgeschalten. Gib mir eine ganz kurze Sekunde, dann kläre ich das. Weil ich habe schon gesehen, da gab es schon wieder... Das Ziel ist ganz schön schwer zu fassen. Wirf einen genauen Blick auf die Karte und achte auch auf die Spähkäfer. Da gab es schon wieder ein paar Leute, die irgendwie, ne, hier... Und das will ich ja nicht. Also, eine Sekunde. Wo war denn das hier? Scene Creator, bam, dann hier... Dann der hier. Das müsste es dann sein. So. Bap. Okay. Ich nehme mal an, es sollte funktionieren. Herzlichen Dank an Shadow Soul, der bereits wieder 5 Euro gespendet hat. Dankeschön an dich, Mann. 1000 Dank.
So, jetzt habe ich den Chat und die Alerts sind auch da. Jetzt sind wir komplett. Jetzt kann ich euch auch ein bisschen besser sehen hier. So. Ah, wir sehen auf der Karte, wo das Ding sich ungefähr befindet, ne? Mit Hilfe der Fokuskamera verlierst du ein Monster weniger leicht aus den Augen. Okay, du weißt, was zu tun ist. Geh hin und leg los. Mit Hilfe der Fokuskamera. Okay. Ja gut, dann legen wir den Jungen. Hi! Oh shit, dankeschön! Oh wow, ich kann leider das Spiel nicht anhalten. Huh! Dankeschön für 10 Euro, ich lese gleich nachher, von wem das Ganze ist. So, ja, das ist ja ein richtiger Loot-Rot-Verschnitt, Alter. Holy shit! Ich habe schon so lange nicht mehr Monster Hunter gespielt. Yo! Oh shit! Oh shit! Holy shit! Was habe ich gerade gemacht, Alter? Ja, das Ding ist gleich tot, ey. Richtig wütend? Bruder, der rennt gerade weg. Das Monster ist fast am Ende. Der Junge ist gleich down. Oh, shit. Okay. Pah! Ja, das war's. Okay, du hast die Quest abgeschlossen. Es fühlt sich an wie Monster Hunter. Es fühlt sich an wie Monster Hunter, Freunde. Groß Jagras. Kestro. Don. Was willst du denn, my boy? Oh. Hä? Ach so, die Quest ist. Okay. Damn. Ja, das ging schnell. Ja?